Hallo, hier ist wieder GBF Agrarmeister mit dem Let's Play von Mystic Quest. Und beim letzten Mal waren wir auf Stufe 30 tatsächlich schon. Zwar nicht auf ganzer Höhe, aber wir haben Dodo dabei und das ist alles, was zählt. Und wir sind auf der Suche nach Amanda, die irgendwo in der Medusenhöhle hier in der Wüste sein soll. Aber erstmal Basilisken töten. Und auch Skorpione. Das Gute an dem Schwertangriff, wenn er so auf diese, ja, wenn man hin und her fliegt, ist, dass man Gegner zweimal verwunden kann. Das ist natürlich nicht schlecht. Wenn man jetzt an diesen Skorpion sieht, die wir jetzt schon sehr viel leichter töten können. So, und hier ist eine Oase. Könnte es die sein mit den Palmen? Und suche die 8, aber hier ist doch keine 8. Ich kann kein Muster erkennen, was eine 8 wäre. Na gut, dann suchen wir halt die andere Oase. Es gibt noch mehr. Also zumindest eine weitere. Das hier ist übrigens keine Oase. Auch wenn da viele Palmen in der Mitte stehen. Oase braucht nämlich Wasser. Ex-Menschen. Lass sie wieder Giftzähne fallen. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Nächster Level erreicht. Die Schlecht, Stufe 31. Wir investieren in Kraft. Jawohl. Jetzt sind wir gerüstet. Ha, hier ist noch eine Oase. Was sehe ich irgendwie? Eine 8? Ich sehe 6 Palmen. Ein Haufen Wasser, aber sonst... Dodo, siehst du etwas? Such, Dodo, such. Nein. Dodo, du bist mir keine Hilfe. Vielleicht Ex-Man hier. Aber nein, er ist auch nur geplatzt. Schade eigentlich. Ich mochte ihn. Und hier, das hier ist auch keine Oase, obwohl Wasser hier ist, aber das ist Salzwasser. Das ist nämlich das Meer. Erkennbar daran, dass es, ja, anders sich bewegt. Mit Meerschaum. Zumindest sieht das so aus. Das sieht interessant aus. Das sieht ein bisschen aus wie eine 8, wenn man es weiter nach unten schieben würde. Hier kann ich das schieben? Nein. Das sind ein paar mehr als nur 8 Palmen hier. Und hier ist irgendwie ein Gebirge oder sowas. Und hier sind 2 Palmen. Wenn ich hier einfach mal die 8 nachzeichne im Boden, vielleicht bringt das ja was. Irgendwie stockt es nämlich auch und da passiert tatsächlich etwas und die Höhle ist offen. Ja, was mir nämlich damals schon aufgefallen ist, ist, dass wenn man sich hier bewegt, es kurz hakt. Es ist fast so, als würde man sich irgendwie im Schleim oder sowas bewegen, als würde man hier etwas ablaufen. Und ja, man kann die Höhle nochmal öffnen sozusagen. Also den Trigger permanent auslösen, wenn man Bock dazu hat. Einfach um, um zu zeigen, dass es so geht. Das ist die 8, das Rätsel wegen der 8 bei den Palmen. Und ich hatte, wie gesagt, viel mehr Probleme mit den Giftzähnen, weil diese Truhen, die die Ex-Menschen fallen lassen, lassen sie natürlich auch nur sehr, sehr selten fallen. Und wenn du nicht weißt, dass das der Gegnertyp ist, der sie fallen lässt, dann kannst du bloß durch Zufall drauf kommen, indem du dann auch die Truhen immer aufmachst. Weil irgendwann denkst du ja, ja, da, die ist einfach nur leer. Ja? Du denkst ja am Anfang, die ist immer nur leer und dann bei den Ex-Menschen braucht dich das nicht zu interessieren. Und dann hab ich da Zeit mit vergeudet. Das kann ich wohl sagen an dieser Stelle. Aber nun gut, gehen wir in die Höhle, die Medusenhöhle. Leider ohne Dodo. Und da ist ja schon Amanda. Hey, Amanda, gib mir das Amulett. Amanda, hast du das Amulett genommen? Warum? Ich musste es Davias geben. Mit dem Amulett wollte ich meinen Bruder auslösen. Aber Davias brach sein Wort und Lester blieb bei blieb Papagei. Oh. Ach, der Papagei. Ja, wir wollten ihn noch nicht töten oder sowas. Nein. Aber interessant. Lester ist also dein Bruder und der ist ein Papagei. Ja, ja gut. Als Bannbrecher, hey, das schon wieder, benötige ich eine Träne der Medusa. Ja, das haben wir auch schon von einem Typen in Jad gehört, ja. Ich habe dieselben Informanten, glaube ich. Eine Träne der Medusa, das ist ja passend. Amanda, ich werde dir helfen. Danke. Eigentlich möchte ich dich prügeln dafür, dass du mich bestohlen hast, aber... Naja. Wir waren gemeinsam in der Tiefe und... Naja. In der Tiefe der Arena. Bei Dark Lord. Zu seiner Belustigung. Uns bindet etwas. Und Amanda ist jetzt eine Begleiterin, die Messer werfen kann. Und wir können sie auch was fragen, nämlich das hier.
Du bist nicht mehr versteinert. Sie könnte uns, passend zur Medusa-Thematik, von der Versteinerung befreien. Es gibt hier auch neben der Medusa ein paar Gegner, die das vermögen. Gut. Oh, hier sind auch Gegner aufgetaucht. Unter anderem die Eidechse, die in Secret of Mana ein Endboss ist, tatsächlich. Und Mumien. Wozu diese etwas orientalisch angehauchte Musik passen würde. Einen Flammenzauberspruch gefunden. War nicht schlecht. Und, Mann, das ist nicht schlecht mit ihrem Messerwerfing. Gut, erkunden wir die Gegend ein bisschen intensiver. Hier ist tatsächlich so ein Gegner, den wir lange nicht gesehen haben. Das letzte Mal in der Höhle, wo wir einen Mann getroffen haben. Und den Spiegel. Und das hier sieht ja verdächtig aus. Das sieht sehr verdächtig aus, aber wir lassen das erstmal noch zu. Oh, da ist der Eingang wieder. Alles klar. Werner, würdest du bitte diese Medusenköpfe da töten? Nein? Okay. Dann mache ich das halt. Hier haben wir wieder Flusskrebse und fliegende Truhen. Außerdem schwarze Teermenschen oder Teerphantome, die uns blind machen können. Wahrscheinlich Teer ins Auge gespuckt. Und eine verdächtige Ecke. Die allerdings nichts offenbart. Noch mehr Flammen gefunden. Mal sehen, was das bewirkt. Wir können das mal auswählen. Das ist eigentlich im Grunde genommen wieder Flammenzauber. Ah, und hier sind wir wieder Richtung Eingang. Das heißt, wir sollten uns heilen. Die sind ziemlich nervtötend, diese Schleimmonster. Oder Teermonster. Einfach. Weil sie schnellen Angriff haben. Sind nicht einfach nur so, stehen halt nicht einfach nur den ganzen Tag nur dumm rum. Sie bewegen sich langsam, nein. Sie tarnen sich, tauchen schnell auf und dann ja, schlagen sie schnell zu. Gut. Hier ist auch wieder nur eine Speisekammer für die ganzen Schlangen und ja, was auch immer. Ich glaube, hier ist kein Durchgang. Das muss dann wirklich an der Stelle gewesen sein, wo ich es zuerst vermutet habe. Nämlich hier, bei den Medusenköpfen. Was auch irgendwie Sinn macht, dass Medusa sich dann hier versteckt. Nehmen wir den Pickel und öffnen diese Wand. Und, als hätten wir es geahnt, voll mit Monstern. Hier sind noch mehr Monster. Allerdings keine Bäume starken. Und irgendwie geht's hier auch nicht weiter. Vielleicht mit der Axt? Ja, tatsächlich. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Heißt das, es gibt hier einen Geheimweg? Nee. Nee, tatsächlich, es ist leer. Es waren einfach nur ein paar Korallen. Ein dunkler Tempel. Tempel der Medusa. Wunder, dass wir noch keine versteinerten Menschen getroffen haben hier.
Männer, los, töt ihn! Oder es. Und ich das noch wirklich schlechter haben hier alle. Das ist irgendwie ein Murks. Flamme gefunden. Turboangriff auf Mumien. Ja. Oh. Aber leider auf dem Rückweg nicht getroffen. Ah, machen wir Flammen. Also die Mumien lassen auf jeden Fall Flamme fallen. Das kann ich schon mal konstatieren. Bereich, wie ich finde. Da können wir uns durchboxen. Autsch. Der Typen des Vieh ist das. Verschlossen. Aha. Ein Einsatz oder ein Fall für Schlüssel. Oh. Und hier werden wir geheilt. Voller Lebensenergie. Yay, Amanda, komm her. Das ist schön. Ja, bei dir wirkt das wohl nicht. So gut immun gegen alles. Aber ja, hier könnte man sich zur Not dann heilen. Gut zu wissen. So, was haben wir hier noch? Flusskrebse. Ganz nah vom Mumienmonster. Nächster Level erreicht. Wir investieren in Willenskraft. Es geht jetzt sehr viel schneller. Ah, was haben wir denn für einen Bereich? Pekel gefunden. Irgendwie. Ah, okay. Müsste ich es schaffen, zwei Gegenstände darauf zu platzieren. Schlüssel haben wir auch gefunden. Schlüssel und Pickel, also. Leider kann ich das Ding noch nicht hinschieben. Das heißt, die Truhe ist schon mal kaputt. Und so wie es aussieht, bräuchten wir. Warte mal. Ah, ich weiß es. Okay. So, wir nutzen jetzt hier unsere Kettenpeitsche. Und ziehen uns rüber. Jawohl. Und finden hier. Du findest den Eiszauber. Hey! Einfach Natur legt jetzt Eiszauber rum. Zauber erlernt. Das ist ja gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Für den Anfang. Eiszauber können wir nämlich einen Eiszapfen erzeugen, mit dem wir unsere Gegner vereisen können. Und diesen Schneemann, der dadurch entsteht, also ist genauso wie Secret of Mana, wenn man seine Waffen zu Eiswaffen macht, können wir dann dazu verwenden. Um ihn auf Schalter zum Beispiel zu stellen. Oh, jetzt bloß ein Kampf. Und eine Truhe mit Goldrüstung da drin. Sehr gut, hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Toll, warum sagt mir das keiner? Also, wer unbedingt die Goldrüstung haben möchte, kann sie sich auch hier aus der Medusenhöhle holen. Spart dadurch ein paar Tausender, würde ich sagen. Oder ein Tausender vielleicht. Ich meine, ich kann die Goldrüstung jetzt auch wieder verkaufen, kriegt dafür auch wieder was. Ich mache übrigens hier immer den mit dem Schwert den Sprungangriff. Wenn man aber einfach nur stehen bleibt, macht man einen, ja, halbherzigen Rundumangriff, so wie Link den kann. Vielleicht drückt die Taste einfach ein bisschen länger, vielleicht geht das dann auch ganz rum, mal sehen. Ja,
einfach gedrückt halten und er dreht sich und 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 hört irgendwann dann auf. Hey, ich dachte, das geht irgendwie so weiter, aber nein. So kann man es natürlich auch machen. Ich mach das jetzt einfach mal. Kommt alle her. Ah ne, ich kann mich auch bewegen dabei. Das ist gut. Ja, aber auch nicht so gut. Aber da finde ich den Sprungangriff schon ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Und die Tür ist wieder verschlossen. Das heißt, da können wir uns jetzt nicht heilen. Es sei denn, wir opfern wieder einen Schlüssel. Und, zum Glück haben wir einen gefunden. Den anderen haben wir tatsächlich schon aufgebraucht, ohne es zu wissen. Wahrscheinlich waren die anderen Türen auch verschlossen. Ich habe sie einfach geöffnet, weil ich da den Schlüssel schon noch ausgewählt hatte. Oh ja, gut, dass wir da einen gefunden haben beim Skelettmann. Da oben. Mumien! So, und jetzt dieser verdächtige Bereich, wo nur ein Kürbis rumwirbelt. Ich denke, da könnte man eventuell mit dem Pickel durch. Und wir haben einen Schneemann hier tatsächlich, der einfach so da liegt. Joa. Gehen wir rüber, können aber nicht zurück jetzt. Öffnen die Tür und es schließt sich sofort wieder. Das heißt, wir müssten irgendjemanden, vielleicht Amanda, wärst du so freundlich und stellst dich da drauf? Ja? Können Sie mal fragen. Du bist nicht mehr versteinert. Nein, sie sagt uns dezent. Vergiss es. Ich stelle mich nicht dahin. Für wen hältst du mich? Für einen Türstopfer? Jetzt ist bloß die Frage. Ah, hier ist ein Durchgang tatsächlich. Man kann nur von dieser Seite. Das ist genau umgedreht. Schieben wir doch den Schneemann da durch. Und dann da drauf. Sehr gut. Dann können wir nämlich weiter. Und hier ist kein Schneemann vorhanden. Das heißt, wir müssten ihn uns erschaffen. Mittels Eiszauber. Wir aktivieren und können jetzt hier diesen Eiszapfen steuern. So, auch im Kreis können wir den auch steuern. Und wenn wir dann einen Gegner treffen, wird er vereist. Und wir können ihn auch hin und her schieben. Hier haben wir nochmal ein Zusammentreffen mit Übelkeitsmäusen und Zombies. Da müssen wir natürlich ein bisschen gegensteuern. Mit heilender Salbe. Und Lebenskraft. Gehen wir hinab. Auf der Suche nach Medusa. Irgendwo muss sie ja sein. Ich hoffe sie nur, sie wird für uns weinen. Weil wir brauchen ja die Träne. Der Medusa für den Bannzauber von Lester. Nicht zu verwechseln mit Lester aus dem Sumpflager. Oder vielleicht doch. Um den Zauber zu lösen, den Davias auf den armen Kerl gespuckt hat. Das hier sieht sehr danach aus, als würden wir gleich auf einen Endboss treffen. Also werde ich an dieser Stelle auch speichern. Stufe 32. Und ja, ich denke, mit Silberschwert sind wir weitestgehend gut ausgerüstet. Amanda, bist du bereit? Legen wir los. Medusa, an diesem Orte wirst du für immer ruhen. Orte? Interessantes Deutsch. Also altes Deutsch. Gefällt mir. Medusa, yeah. An diesem Ort wirst du für immer ruhen. Oh, ich konnte sie nicht verwunden. Wieso das? Vielleicht bin ich von... Ja, okay. Anscheinend muss man den Kopf treffen. Jawohl, triff ihren Kopf. Und sie spuckt dauernd Schlangen, die uns versteinern können. Oder auch wenn wir sie selber berühren. Ja, wieder nicht getroffen. Amanda, du triffst, das ist gut. Du triffst sogar besser als ich. Nimm dies, Medusa. Messer und Schwerter in den Kopf. Das ist immer eine Kombination. Boah, und da platzt sie auch schon. Hey, sehr gut. Amanda, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir sie bloß noch zum Weinen bringen. Oh, sie lebt noch. Kommt wegen meiner Tränen. Welch ein Witz, ha!
Wieso? Meinst du nicht? Amanda, ich kann nicht eine einzige Träne finden. Lass uns nach Judd zurückgehen. Wieso auch immer. Uns da besaufen. Aua. Was ist? Ich fürchte, die Medusa hat mich gebissen. Na und? Wer von ihr gebissen wird, wird selbst zur Medusa. Ich werde mich gleich in eine Medusa verwandeln. Bitte, nimm meine Tränen und rette meinen Bruder. Männer, du darfst jetzt nicht sterben, gib nicht einfach so auf. Ich hab doch so viel durchgemacht. Du hast mich bestohlen, weißt du nicht mehr? Das waren schöne Erinnerungen. Kann nicht. Ich werde ein Monster sein. Du Depp. Den Verstand verlieren. Menschen verletzen. Birk. Du bist auch schon grün. Bitte, bevor ich meine Gefühle verliere, bring meine Tränen zu Lester. Sag ihm, dass ich ihn liebe. Bitte. Oh shit. Bitte, Gerd. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich muss speichern. Das ist zu traurig für mich. Oh, und wenn man in sie reinläuft, wird man tatsächlich verwundet für einen Lebenspunkt. Autsch. 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 Wenn ich einfach weggehe. Ist immer noch da. Autsch. Achso, sie bewegt sich nur links und rechts. Ich dachte, sie wäre ein stillstehendes Sprite, aber nein. Autsch. 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 Man kann tatsächlich sterben durch Amanda. Amanda, nein! Ich rette durch die Kraft meiner Liebe! Oder sowas. Ja, hier. Warte mal, ich kann dich heilen. Okay, weißt du was? Dann darfst du auf die spektakulärste Art sterben, die ich mir vorstellen kann. Was wäre das? Wenn schon, denn schon. Also, durch ein Silberschwert? Nein, das wäre zu lahm. Durch eine Sichel? Auch lahm. Kette? Zu Castlevania-mäßig. Speer durch den Kopf? Hat was. Oder eine Axt durch den Kopf? Entscheiden Sie sich jetzt. Ich bin dafür, wir nehmen den Windspeer. Speer durch den Kopf. Wir machen es genauso wie in Ghosts and Goblins. Ghosts and Ghouls and Goblins, oder wie das hieß. okay, bist du bereit? Okay. Ich stelle mich hier hin. So, und jetzt, ups. Geh daneben. Bist du sicher, dass du dich nicht nochmal in einen Menschen verwandeln willst oder so? Ich meine, drück deine Träne raus und dann suchen wir danach nach einer Heilungsmöglichkeit. Ich meine, das geht doch sicher, oder? Oder? Ja, okay. Ich verstehe. Ich komme nicht weiter, ohne dass ich das tue. Alles klar. Dramatischer, erzwungener Moment. Los geht's. Feuer frei. Die ist geplatzt. Tut mir leid, Amanda. Aber ich hatte keine Wahl. Tatsächlich nicht. Willi! Hasim! Typ aus Wendel. Jetzt auch noch Amanda. Wann hört das Sterben auf? Dark Lord! Julius! Das werdet ihr bereuen. Auch wenn ihr nicht direkt dafür verantwortlich seid, aber indirekt. Gerd nimmt eine Träne. Und wird nach draußen teleportiert. Dodo, kommst du mit? Nimmst du dein Dodo mit, ja. Dodo, ich habe Schlimmes erlebt. Dinge sind passiert. Sie haben meinen Weltblick verändert. Was sagst du dazu? Quack, quack, quack. Genau, Dodo. Das Elend hat gerade erst begonnen. Aber wir müssen weitermachen. Vielleicht hat es ja alles einen Sinn. Einen tieferen. Oder was meint ihr, Ex-Menschens? Ja, genau. Ich spüre, wie neue Kraft mich durchflutet. Aber bevor wir Julius und Dark Lord platt machen, müssen wir einen anderen bösen Kerl platt machen. Nämlich Davias. Davias, auch bekannt als König David. Zumindest sollte das wahrscheinlich eine Anspielung darauf sein, anders kann ich mir das nicht erklären.
ist derjenige, der Lester in die Lage gebracht hat, die seine Schwester Amanda gezwungen hat, zu sterben letzten Endes. Also ja. Da war ich es. Ich habe sie nicht beschützen können. Nein, es war Davias. Ich habe keine Verantwortung. Ich bin unschuldig. Ich bin nicht der Täter. Dodo, warte hier draußen. Ich habe was zu erledigen. Einen wichtigen Auftrag. Ich habe einen wichtigen Termin. In dieser musiklosen Stadt. Es treibt mich in den Wahnsinn. So sehr, dass ich erstmal schlafen muss. Immerhin kann man Judd gut schlafen. Ich denke, so ruhig da ratzt man so weg. Das scheint wohl die einzige Melodie zu sein, die Turban Man macht, wenn man morgens aus dem Bett geklingelt wird. Gut, konfrontieren wir Davias. Respektive befreien wir... Ups. Befreien wir... Lester, Papageimann, von seinem Fluch. Deine Schwester starb für diese Träne, Mann. Ich hoffe, du bist es wert, Mann. Hä? Natürlich ist der Feigling geflohen. Hier, Vogel. Ich muss wahrscheinlich erstmal hier das Ding auswählen. Die Träne. Und dann. Gerd verwendet Amandas Tränen. Lester wird von Davias Fluch erlöst. Hey Lester, guten Tag. Danke. Es fällt mir schwer, dir zu sagen, Amanda hat sich für dich und alle geopfert. Für mich? Oh, Amanda. Was tust du noch? Wirst du mir helfen, meine Schwester zu rächen? Ja, Lester. Danke. Gehen wir, Gerd. Ich habe auch hier diesen Zugang gefunden. Ein Geheimton? Ton? Genau. Genau. So, und das ist Lester. Den können wir mitschleppen. Und wir können ihn auch was fragen. Musikwechsel. Und dann macht er einfach eine andere Musik im Spiel an. Nach dem Zufallsprinzip. Hoffe ich. Ja. Das ist gerade eine energische Musik. Ich will irgendwas Fröhliches haben. Aber erstmal will ich meinen ganzen Krempel noch verkaufen, bevor wir uns dann hier auf die Jagd nach Davias machen. Und Rache nehmen für Amanda. Rächst du meine Schwester? Gut, ich gehe. Was? Wieso gehst du? Lester, du bist doch jetzt nicht abgehauen, oder? Ich wollte nur noch mal kurz raus und was verkaufen. Du brauchst nicht gleich abhauen. Du kannst auch ruhig bei mir bleiben. Ich hab dir gesagt, ich helfe dir, dann helfe ich dir auch. Was für ein Penner. Unglaublich, ist er jetzt weg oder was? Ich will nur meinen Krimskrams hier verkaufen und der haut gleich ab. Sowas macht man nicht unter Freunden. Okay, man verlässt sie auch nicht, wenn man an die Schwester rächen will, aber hey, 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 hey. Ich will doch nur meine Goldrüstung noch verkaufen. Von mir aus auch den Silberhelm, ja, okay. Magie, 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 Magie. Kann ich auch einen verkaufen. Habe ich auch zu viel von. Oh, 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 Lester. Ich hoffe, du bist gleich noch da. Wenn nicht, dann erkläre ich dich offiziell zum Lulli des Jahrtausends. Hier ist er nicht. Da ist er. Ein Glück, ich war hilflos, ganz alleine. Na komm, kaum bin ich 2 Sekunden weg, dann ist alles schon wieder hilflos. Ne, Lester. Wir wählen jetzt noch eine schöne Musik aus. Das ist besser. Das ist viel besser. So, wir speichern an dieser Stelle. Auf Stufe 32, ja. Und melden uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Mystic Quest. Rache für Amanda. Beim nächsten Mal. Bis dahin.